Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, nächster Tag. Ich habe jetzt 5 Videos am Stück auf 4 oder 5. Nee, 5, ja. Weil heute sind ja 5 gekommen. Montag. Ja. Unser Patchy ist gleich fertig und währenddessen habe ich ein Level up bekommen. Ja. Ich habe wieder gewartet, so nach der letzten Aufnahme, weil ich einfach wirklich alles, also ich bleibe hier stehen, bei so einem Tier bleibe ich natürlich stehen, weil es unconscious da wird bei dem. Was? Okay. Alter, was ist denn das für ein Sohn? Okay, geil. Patchy, Patchy, was reimt sich auf, was reimt sich auf Patchy, Edgy, Edgy. Das glaube ich schon wieder. Ja, oh mein Gott. Wir nennen ihn jetzt Lifey Junior. Ja. Oh, süß. Alter. Das macht mir so ein bisschen Angst, aber richtig süß irgendwie. Ja, ich habe mir in der letzten Folge auch noch... Ah, nicht in der letzten Folge. Ich habe in der Zwischenzeit ja ein Level up bekommen. Den habe ich dabei ein bisschen lassen und ich habe mir was zum Essen gemacht. Jo, machen wir mal das Level. Wow. Ich denke mir gerade so, Alter, der greift gleich ein an. Was setzen wir hier? Ich weiß gar nicht, wie schnell der ist, deswegen. Health will ich eigentlich als erstes nur mal gehen. So, Fjomir Sattel Storage Box. Wir können erst das Level 10. Hier ist glaube ich dann auch ein... Ja, irgendwelche Sattel sind ja auch dabei. Und der Bogen braucht Level 15. Okay. Kann man schon mal lang träumen davon. Wieso ist da unten ein USB-Kabel? Ja, was nehmen wir? Ich würde sagen mal Storage Boxe, das ist richtig. Das braucht man. Dann Foundation würde ich eigentlich mal holen. Oder? Lassen wir das mal, wir holen es dann vielleicht noch was anderes. Was haben wir? Ja. Können wir uns hier craften. Alter! Junge, was mit dir? So. Ich hätte mal sagen, wir destroyen das, weil hier bleibe ich sicher nicht und ich werde auch nie wieder so freiwillig hier zurückkommen. So. Mein Ziel angreifen und folgen. Schnell bist du. Dein Ernst? Naja, okay. Geschwindigkeit geht so. Warte, was ist eigentlich mit ihm? Was? Ah ja, die kann man ja auch reiten, habe ich total vergessen, aber die kann man ab Level 20 erst oder so. Ja, von dem her reicht sie. Ja, mein süßer Boy. Was? Den hätte ich gern Sattel, wenn ich für so ein Parasaurus oder... Ja, Raptor werde ich wahrscheinlich nicht so schnell bekommen, aber egal. Hm. Hier möchte ich nur ungern reingehen. Und laggt's. Ja, kann sein, dass es ein bisschen laggt. Ich habe vorher die Texturen ein bisschen laden lassen beim Spiel, weil am Anfang, wenn das Spiel startet, man halb neu in
eine Lobby connected oder so Singleplayer, du musst dir die ganzen Texturen mal laden. Da startet es mit den Low-Einstellungen. Und dann sind das alles so Wassermalfarben. Und es ist nervig, wenn das die ganze Zeit danach ladet. Jo. Da ist schon bei 5 Minuten jetzt. Ah, süß. Ui. Vielleicht können wir uns hier irgendwo... Ich weiß schon. Links. Lass mich in Ruhe. Ne, ich lass dich mal nicht mein Ziel angreifen. Wetten, gleich kommt ein Raptor so total aus dem Gebüsch gesprungen und bringt uns um. Was ist denn das hinten? Ah, das sind Parasaurus, die sogar ganz hinten. The fuck. Eigentlich ist es so in der Art eh wie ein Dilo, halb nicht, dass er kein Fleisch frisst, sondern nur Berries. Ich weiß jetzt nicht, ob das negativ oder positiv ist. Ach so, ja. Ich wollte in der letzten Folge da... Das ist doch ein Patchy da drüben, oder? So wird das alles sicher. Ich wollte ja dann Richtung Norden gehen. Und ich gehe gerade Richtung Westen. Wieso höre ich das Wasserrauschen eigentlich, also unter Wasser, nur von rechts? Weil ich habe ja ein 3D-Headset und ich habe das die ganze Zeit nur von rechts in der Mitte gehört. Keine Biene, die mich angreifen soll. Alter, ja, der buggt hauptsächlich mal so extrem herum. Ne, Junior. Frag mich, wie viel Angriffsschaden der auch macht. Hoffentlich genug, weil... Wäre dumm, wenn nicht, dann müsste ich mir echt... Den kann ich einfach gar nichts benutzen. Wenn nicht genug Angriff macht. Also zumindest, dass er jetzt einen Level 1er Dilo vielleicht gerade mal so umbringen kann, sage ich mal. Level 1er. Auch schon zu viel für den, glaube ich. Weil er ist ja ein Pflanzenfresser, der ist ja eigentlich nicht wirklich auf Angriff aus, aber der müsste sau viel Verteidigung haben, beziehungsweise sau viel Leben. Habe ich noch Raken nicht geguckt. Wir haben 140 und der hat... Aber ja, er hat mehr als wie wir ein bisschen. Und Melee Damage, ja. Unseres ist... Achso, das zählt ja gar nicht so. Aber ich denke trotzdem, allem macht mehr Schaden. Schauen wir mal. Holen wir uns jetzt ein paar Dodos hier. Und da ist schon der erste Kandidat. Ah, so. Den da. Was? Wie es aussieht, Alter. Und er hat schon zur Hälfte gelevelt, Alter. Ich würde mal wirklich nur auf Hide gehen, weil das ist richtig wichtig. Wir haben dabei eh noch kein Fleisch fressen, selbst wenn. Ist ja egal. Noch keinen anderen Dodo. Also eine Schildkröte lasse ich den auf keinen Fall angreifen. Aber das Licht dort hinten, weiß ich nicht, ob wir das holen. Da ist ein Dilo. Holen wir uns ein Dilo?
Ich weiß nicht. Lass mal folgen, aber nee, gar nicht. Einfach mal essen und trinken. Die ganz gesund. Immer ausreichend trinken. Wir haben nur einen. Okay. Ich würde mir gerne mehrere Speere machen. Oh, vier. Ja, das reicht. Was ist mit dem? Der Steinschleuder, die würde ich auch noch gern reparieren. So gut. Alles fertig, alles frisch. Jetzt gehen wir mal kurz angreifen. Welches Level? Level 3. Weiß gar nicht. Könnte man sogar kriegen, oder? Ja. Schauen wir mal. Weil der war mit zwei Hits down. So, kann's kommen. Mal das Fleisch von dem Dodo noch. Oh, süßes Viech. Ja, das ganze Fleisch bekommt der diese süße Schlingel da. Einmal halt ein Dodo, ein Dilo und ein Patchy. Ist ja auch nicht so schlimm. So, halt schnell remoten und schnell sammeln, weil ich glaube, das reicht nicht aus. Und ich auch nicht wirklich sagen. Man, aber kann man den Patchy dann nicht irgendwie sammeln und gehen lassen? Oder überhaupt die anderen Tiere, dass sie einfach so einen Auftrag bekommen, ja, tu jetzt ein paar Berries farmen. Es geht ein Baum da hinten ab. Also wenn die Blätter auf die Seite wehen, okay, aber nach oben? Zwei Narco-Berries, okay. Wo ist denn der Dilo? Da irgendwo sollte er sein. Wo ist er? Oh, vorbeigerannt. Nicht parken Inventar. So. Reicht aus, oder? Ja, ich glaube, das reicht sogar so mit einer Barrier auch aus. So, den Rest bekommst du. Ah ja, ich habe in der Zwischenzeit auch Kacke gesammelt und ihn gegeben. Ist ja auch interessant, sicher. Ja, schön Schiss. Alter. Kurz mal noch einen Befehl gegeben. Na, ich glaube trotzdem ein Narcoberry. Ein Narcoberry ist ganz gut. Mann, aber wie kriegt man mehr Level? Kann man das verschreiben in die Kommentare? Hashtag nicht. Oh, Wasserschildkröte. Ich sah grad so zu aus, als wäre sie tot. Ja, geben wir ihm noch kurz eine. Ja, du Patchy. Und dann, ja. Weiß ich nicht, was wäre, wenn wir ihn zähmen würden, den Dilo, und dann einfach nachkommen lassen. Den Namen können wir eh ranschreiben. Schauen wir mal, was passiert. Ist eh gleich getamed. Sammeln wir in der Zwischenzeit noch ein paar Berries. Eins, zwei. Spoiled Meat lassen wir drinnen. Das nehmen wir mit. Gut. So rein. Nein, das auch.
Was, du kannst schon... Da kann ich schon wieder fast leveln. Ja, kommst gleich nachher. Also kommst gleich mit nachher. So, eine und zwei. Und dann würde ich das echt einmal probieren. Was ist, wenn man den Netz einfach so hier liegen lassen? Ein Fleisch gebe ich ihm noch. Ich glaube, mit einem Flash geht's nicht aus. Okay, egal. Geben wir ihn gleich mal 5. Brauchen sie ja eh nicht. Aber nie gehen, also wenn, dann sammeln sie eh einfach mal ein. So, unconscious ist eh genug. Hoffe ich. Ciao. Sammeln wir dabei hier so ein paar Berries. Und ich gebe euch einen Tipp für die, das... Ja. Für die, die das auch zocken. Ach. Dass ihr immer genügend Narco-Berries habt. Egal, ob ihr jetzt eh keinen mehr tamen wollt. Trotzdem holt einfach immer genügend Narco-Berries. Und gebt sie... Ja, meistens wird der Dodo als Kühlschrank benutzt. Aber ich benutze immer meine... Tiere, die mitgehen. In dem Fall ist es jetzt Apache. Mann! Ist gespoilt, nein. Scheiße. So, gehen wir kurz zurück zu unserem Dilo. Weil ich habe wirklich die Angst, dass er dann wirklich nur mehr aufsteht und dann hat er nichts mehr. Ja. Alter. Wie so eine Ziege. Ja, so hätten wir ihn nennen können und der hat gelevelt. Was geben wir in Movement Speed? Eigentlich Leben würde ich ihn... Ah, Dilophosaurus, Level 3. Hä? Okay. Mitkommen tut er zumindest. Aber einen Namen haben wir nicht nennen geben können. Okay, das habe ich dann nicht gewusst. Change Name. Zu wen nennen wir den? Max. Ups. Habe ich Caps Lock an? Ja, habe ich Caps Lock an. Max. Und Ziege. Nein, nicht Access, in Access Inventory. Da, change name. Ziege. Nein. Ziege. Ziege, ne? Also. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge. War viel... war voll geil mit Max und Ziege. Meinte so noch ein Screenshot. Weil das brauchen wir ja für jede Folge. Nicht so. Ja, und dann würde ich sagen... Das war's. Die Facecam ist verbuggt. Ja. Ciao. Zum nächsten Mal.